Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Runde WoW Classic und die ganze Sache fängt langsam an, hier auch bei dem Druiden interessanter zu werden. Denn mir ist aufgefallen, bis irgendwie eine ganze Weile kriege ich keine Gruppenheilung. Ich muss auf die Heilung, die ich habe, ausweichen. Es kommt ja bei anderen schon so mit Stufe 40 oder so, bei dem erst deutlich später. Ich habe es tatsächlich schon in der Runde off-camera gemerkt, dass das sehr schnell sehr happig werden kann. Aber ich weiß, wie die es haben wollen. Ich verstehe in etwa, warum die das machen und was sie haben wollen, wie das dann ablaufen soll. Es ist halt immer noch so diese Hot-Klasse und über Hots erzeugt man halt auch Gruppenheilung. Vielleicht nicht so stark, wie wenn du einfach so zwei, drei Burst-Dinger raushaust, aber du erzeugst schon ein gewisses Maß an Gruppenheilung. Wir warten mal ab, wie es wird. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Muss man ja auch mal dazu sagen. Deswegen warten wir da einfach mal ab, wie die Sache ausgeht. Aber egal, jetzt sind wir erstmal hier. Im Verlies von Sturmwind. Wir sind auf Stufe 22. Das heißt, ich habe aber auch schon einkaufen. Die erste Glyphe trifft uns gleich. 10% mehr Verjüngerung. Verjüngerung ist irgendwie euer Main-Fähigkeit bei dem Ding hier. Alles geht über Verjüngerung. Geben wir dem mal ein GZ. Ah ja, das meine ich mit, es wird eng. Oh shit. Zu viel. So, wo ist der? Nehmen wir den nämlich auf. Oh, er ist schon wieder da. Dann tanken wir Mana. Das sind so die Sachen, da müsst ihr am Anfang tatsächlich noch aufpassen. Das sollte ich auch sehr schnell raus haben. Von Selbstheilen hält der nicht sehr viel, oder? Dann auch hier schon schnell die Torfwitzwache schön heilen. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Sind halt alles eure Verbündeten. Es hat jetzt auch wieder das legendäre Geduldsspiel mit den Hots, muss man natürlich auch sagen. Einfach dann auch dieses Wissen, okay, da wirkt jetzt gerade schon noch eine Heilung, die wirkt halt nur etwas über Zeit. Ja, muss man mal sehen, was man macht, ne? Ich würde die Robe des Adligen gerne haben. Jemand anderes hat sie bekommen. Ist okay. Was kriegen wir eigentlich gleich bei dem hier? Ah, wieder den Stab. Genau. Den man dann irgendwie 20 Stufen hat, weil, oder ich zumindest, weil man einfach keinen anderen Stab bekommt. Das war Pech bei irgendeiner Klasse. Ich glaube, beim Priester war das, beim Holy Priester. Bin gespannt, wie er sich später macht in den Raids und so, der Druide. Bin echt allgemein gespannt auf alle Heiler. Inzwischen ist auch irgendwo ein Disziplinpriester unterwegs. Bei mir. Hier bei Classic. Wow, 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 wow. Machen wir einmal so, einmal so. Ich bin mal echt... Gerade auch so, ich als alter Heilerhase bin da jetzt echt neugierig, wie es wird. Gut, das hier ist jetzt so sehr angenehm, sehr locker alles. Das
Wettstulden, das dürfte was für den Krieger sein, genau. Schade, dass man hier keine Reisegestell oder so nehmen kann. Geht leider alles nur draußen. Weiß sie, dass sie Gesundheitssteine hat, die Hexenmeisterin? Auf welche Skillung spielt die denn? Demo? Demo. Aber wer hat dann eben die Robe bekommen? Weil ich habe sie nicht bekommen. Leider würde ich ja andauernd nachwachsen, einfach auf die Typen draufcasten. Aber das Ding ist leider schweinemäßig teuer. Deswegen müssen wir mit der Kombo Verjüngerung und Pflege auskommen, erstmal. Erstmal einfach ein bisschen Verjüngerung verteilen, alles, da passt das schon. Bin ich auch schon fleißig am Verstärken. Verbesserte Verjüngerung und alles. Wenn ich euch eins empfehlen kann, dann am Anfang ballert alles, was ihr habt, in diese Verjüngerung. Jeden einzelnen Punkt. Sonst habt ihr echt ein Problem. Das ist gerade am Anfang eure wichtigste Fähigkeit. Das ist wirklich eure Lebensversicherung, das Ding. Na super, mein Trinken wurde unterbrochen, nicht gut. Ich hoffe, ich kriege gleich nochmal eine Gelegenheit. Nee, der hat direkt Hogger gepult. Sehr gut. Die Hälfte hier braucht eine Mana-Pause und der pult Hogger. Geniale Idee. Dann hoffe ich jetzt mal für ihn, dass er diesen Hogger auch unter Kontrolle halten kann. Ich jetzt auch nicht mehr sehr viele Möglichkeiten habe, um ihm dann zu helfen. Verjüngern. Okay, das lassen wir mal. Geschafft. Gott sei Dank. Gut. Komm, machen wir die 43 voll, 23 voll. Und dann direkt da den nächsten auf die Verjüngerung. Wie gesagt, ich schmeiß gerade alles auf die Verjüngerung. Erstmal, dass das so effektiv wie möglich wird. Gut, für heute war es das aber jedenfalls erstmal. Wie gesagt, das wird noch hochinteressant mit dem... Weil ich da auch noch, ja, mit der Gruppenmeinung, das dürfte interessant werden. Weil dadurch, dass es halt Hots sind, kommt halt nicht alles sofort rein. Aber das machen wir schon. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.